Jetzt geht's los. Viel Spaß bei Flensdown TV mit B3, die Praxis. Beraten, begleiten, behandeln. Was sagst du, wer wird Weltmeister? Ja, Deutschland natürlich. Ja, herzlich willkommen wieder hier bei Flensdown TV. Deutschland ist im Moment im WM-Fieber und wir hier in Flensburg natürlich auch und wir bei Flensdown TV sowieso. Am Samstag ist unser nächstes Spiel gegen Ghana und da heißt es wieder ganz fest Daumen drücken für Yogis 11. Das wird schon werden und naja, weil es gerade sich alles um König Fußball dreht, beschäftigen wir uns in der heutigen Sendung auch mit Fußball und hier kommen unsere Themen. Heute bei Flensdown TV. Deutschland im WM-Fieber. Lasse sucht den nächsten Weltmeister. Und Meisterklasse. Die B-Jugend von Flensburg 08. Jetzt bei Flensdown TV. Flensdown TV ist trotz WM mit einer neuen Folge zurück. Heute dreht sich alles um Fußball und damit legen wir auch gleich los, denn Lasse war in der Stadt unterwegs und hat sich mal ein bisschen bei euch umgehört, was ihr glaubt, wer am 13. Juli in Rio de Janeiro neuer Fußballweltmeister wird. Ja, die WM hat gerade begonnen, ne? Und ich schaue mich jetzt mal ein bisschen hier um und guck mal, was die Leute sagen, wer denn Weltmeister wird. Wer glaubst du denn wird Weltmeister? Deutschland. Deutschland? Ja. Gute Antwort. Ich würde raten, so Italien vielleicht. Aber ich hoffe mal, dass auch Deutschland mal auch wieder Weltmeister wird, nach einer langen Zeit. Ja, und wenn Italien Weltmeister wird, auf welchen Platz kommt Deutschland dann? Ich würde sagen, so dritten, zweiten Platz. Na gut, vielen Dank denn. Ja. Deutschland. Ja. Klar. Und gegen wen spielen die im Finale? Was sagst du? Spanien. Ja. Aber diesmal ohne das. Gut, vielen Dank. Wer wird denn Weltmeister? Ich denke mal Spanien. Spanien? Ja. Warum Spanien? Ist das dein Favorit? Nö, eigentlich nicht, aber die sind sowieso gute Fußballer, deswegen denke ich das. Was sagst du, wer wird Weltmeister? Ja, Deutschland natürlich. Ja, und gegen wen spielen die im Finale? Ich denke mal Brasilien. Ja. Brasilien ist ja auch nicht schlecht, ne? Nö, es läuft dieses Jahr, glaube ich, bei denen. Erst recht, weil die ja zu Hause die WM haben, es wird was bei denen. Und auf welchen Platz kommt Deutschland dann? Zweiter oder Dritter. Ja, nicht jeder zählt auf Deutschland, aber bis zum dritten Platz schaffen die es auf jeden Fall. Also in dem Sinne, einen schönen Sommer. Willkommen zu meinem heutigen Studiogast. Hier bei mir auf der Couch sitzt Regine Kötschau. Hallo. Hallo, Astrologin und Rechtsanwältin. Ganz das ist genau. Richtig. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich bei euch sein kann. Ich freue mich. Schön, dass du mal schön ins Mikro sprechen. Genau. Ja, also das Erste, was auffällt. Astrologin und Rechtsanwältin. Ja. Wie passt das zusammen? Wie kommt das eine zu dem anderen sozusagen? Ja, das ist eigentlich einfach, indem man während seines Jurastudiums bei einer Astrologin einzieht. So bin ich dazu gekommen. Ich habe da zur Untermiete gewohnt und die hat mich da ganz schnell rangeführt und mir sehr viel über mich offenbart und mir viel über die Sterne gesagt, auch Dinge prophezeit, die dann eingetreten sind, dass ich da immer hellhöriger wurde. Also du warst quasi auch offen dafür, sag ja, ich mal. Also du warst auch interessiert dran, weil also man könnte jetzt meinen, so Jurastudentin, ne? Also, ne? Genau. Ja, nee, ich war immer schon offen für sowas und kannte aber zu dem Zeitpunkt bislang nur diese Zeitungshoroskope. Mhm. Ne? Dachte immer, Astrologie ist das, was in der Zeitung steht und habe das so ein bisschen belächelt. Okay. Dachte so, ja, aha. Aber sie hat das ganz professionell gemacht und also auf die Geburtsminute abgestimmt und individuell so ein Horoskop erstellt und da wurde ich schon hellhörig. Ja. Und dann hat sie mir im Laufe der Zeit, in der ich bei ihr gewohnt habe, immer mehr über mich erzählt oder über die Sterne und ich habe das dann ja verfolgt und auch gesehen, so Mensch, stimmt, das ist eingetreten oder so und ja, dann habe ich nachher Kurse bei ihr belegt und habe da war ich auch schon Rechtsanwältin, da habe ich dann noch ein Studium gemacht der Astrologie, das gibt's auch, wusste ich gar nicht erst, ja. Also du hast es aber auch parallel dann weiterverfolgt, sowohl in Jura als auch das eine als auch das andere. Also es ging zeitgleich los, ich meine Jurastudium und zeitgleich durch die Astrologie und die Astrologie, das lief so parallel. Mhm. Aber ich habe halt Jura richtig durchgezogen, zu Ende gemacht, dann auch
seit 7 Jahren bin ich jetzt Rechtsanwältin. Du arbeitest auch als, also das ist überhaupt eine Frage, was überwiegt jetzt? Jetzt überwiegt die Astrologie. Ah, okay. Ja. Also genau. Du arbeitest wirklich als Astrologin, ja, und hast Kunden, die zu dir, ja, kommen. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du irgendwie, ja, ein Studio oder wie arbeitest du? Kommst du zu denen nach Hause? Die kommen, oder, zu mir oder ich zu denen, je nachdem, was gewünscht ist. Meistens zu mir. Und die geben mir im Vorfeld ihre Daten, also ihre Geburtsdaten, das heißt Geburtsdatum, Geburtsort und die genaue Geburtszeit. Ah ja. Entweder steht die in der Geburtsurkunde oder wenn nicht, dann schicke ich die immer zum Standesamt, denn das Standesamt des Geburtsortes hat die Zeit. Ah ja. Und die geben die mir durch und dann bereite ich das alles vor in Ruhe. Ich habe da mal eine gewisse Vorbereitungszeit. Ja, und dann entweder sagen die mir schon im Vorfeld, um welche Themen es denen geht. Ja. Manche sind auch einfach nur neugierig, dann bereite, ja, ich das vor und sage denen eben, was Sache ist. Mhm. Und dann sitzen wir da, schön, und machen da so meistens so 1,5 Stunden, sind das so. Okay. Genau. Da sind vorhin so ein paar Stichwörter schon gefallen. Also einmal hattest du gesagt, Horoskop in der Zeitung. Ja. Dann hattest du gesagt, Astrologie, was ist das überhaupt? Sterne und so weiter. Ja. Also kannst du da so ein bisschen erklären? Zum Beispiel Horoskop in der Zeitung, was ist dran? Ja, nicht kann viel. Kann man dran, ne, glauben. Ja, also ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Und die meisten lachen auch immer, wenn ich denen sage, dass ich ihnen, wenn die zu mir kommen, eigentlich auch gar nichts über Sternzeichen erzählen werde. Das Sternzeichen selber. Das ist das Zeichen, in dem die Sonne steht. Mhm. Da verliere ich maximal 2 Sätze drüber, weil A, jeder schon mal was über sein Sternzeichen gehört hat. Irgendwie so ein Schlagwörter kennt jeder. Mhm. Aber B, macht es gar nicht den Menschen aus, ob man da jetzt Sternzeichen Krebs oder sonst was ist. Wichtiger ist, wie die anderen Planeten stehen und wie die verbunden sind und in welchen Häusern. Das macht nachher den Menschen aus. Von also daher, die Charakterisierung, die man halt so kennt. Ich bin jetzt zum Beispiel Zwilling, ja, und dem Zwilling sagt man nach. Ja, so, ja, das, genau. Das ist gar nicht so. Doch, das mag zwar stimmen, aber okay, das sagt letztlich nichts über dich aus. Das beschreibt irgendwas, was auch sein mag. Ja. Aber der Zusammenspiel aller Planeten oder Häuser, auch der Planeten untereinander, der gibt nachher viel mehr über dich, ja, preis. Ob du jetzt Zwilling bist oder sonst, ja, oder Schütze, ist egal. Ist es denn vorhergesagt, sage ich mal, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, im Ort XYZ, am Tag XYZ und zu einer bestimmten Zeit, ist quasi wie schon so ein Schicksal sozusagen vorhergesagt, nur weil man da und da und da zur Welt gekommen ist? Ja, also da ist ganz viel, da sind die ganzen Charaktereigenschaften dann schon festgelegt, auch mit Schwerpunkten, welche Schwerpunktthemen du im Leben hast, welche Probleme du im Leben anziehen wirst, solche Sachen. Wow, okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass du versklavt bist und dass man sagt, oh, ich bin jetzt Sklave meiner Sterne. Nein. Ein altes Sprichwort sagt ja, der Weise regiert seine Sterne. Mhm. Also du bist immer noch der Boss in deinem Leben und du entscheidest, was passiert. Aber du kannst dir natürlich die Sterne zu eigen machen, indem du, wenn du wichtige Entscheidungen treffen willst, wie zum Beispiel Jobsuche, dass du dann guckst, wie stehen die denn gerade? Ist das günstig, jetzt einen Job zu suchen? Mhm. Dann gehst du natürlich in der Zeit los. Oder wenn du einen Partner suchst, dann gehst du natürlich in der Zeit los, wenn da irgendwie Jupiter über Venus läuft oder solche Sachen. Mhm. Das ist deshalb ja natürlich spannend. Ich also meine, du hast immer noch. Bin ich jetzt aber schon interessiert, ne? Ja. So fing es bei mir auch da an. Da habe ich jetzt natürlich schon Interesse, irgendwie mal zu gucken, was steht bei mir so in meinem Lebensweg bei mir damals an drin. Ja. Aber natürlich ist die andere Seite, wie viel beeinflusst man sich selbst, wenn man sowas hört, ne? Also wie viel Einfluss übt man auf sich selbst dann sozusagen aus, wenn man dann sagt, okay, mir wurde das und das gesagt und vielleicht ist es ja auch einfach auch ein Anstoß, um den oder den Weg zu gehen. Ganz bestimmt, also was ist da die? Ja, also oft kommen auch Klienten, die wirklich eine Entscheidung treffen müssen für irgendwas. Und die wollen dann wissen, den oder den Weg. Ja. Und dann kann man sich auch angucken, astrologisch sieht es so aus, aber entscheiden müssen die natürlich. Also ich sage denen nicht, das ist Sache und das musst du jetzt so machen, sondern jeder ist frei. Sehr schön. Darum geht's. Und du hast auch eine Facebook-Seite. Kann man dich bei Facebook finden? Ja, unter meinem Namen, also Regine Kötschau oder Lebenshilfe-Astrologie. Lebenshilfe-Astrologie Regine Kötschau. Das ist so die ganze Seite. Bei Facebook? Bei Facebook. Alles klar. Genau. Schön. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was unsere Zuschauer wissen sollten über dich? Ansonsten geht auf Facebook und schaut euch das an. Sehr gerne. Und, kommt vorbei. Ja, gerne. Ne? Ich freue mich. Würde ich sagen. Ja. Herzlichen Dank. Schön, dass du heute da warst. Ja. Hat Vielen mich Dank. Sehr gefreut. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Ja. Und dass
Mögen die Sterne mit dir sein. Sehr mit gut, uns sehr allen gutes. Und mit der Fußball-WM und mit Deutschland. So. Genau. Das war's von Regine Kötschau. Dankeschön. So, zum zweiten Mal hier bei uns im Studio heute. Patrick Acker Rizza, er war schon mal vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, warst vor du Jahr. Hier? Ja, ich genau, denke, im Mai war das. Vor einem als Teil von Dub Sounds, ne? Das stimmt, ich war vor einem Jahr mit Dub Sounds her, aber aufgrund Differenzen, aufgrund verschiedener Ansichten, sage ich mal so, haben wir uns getrennt. Wir sind immer noch Freunde, wir machen immer noch was zusammen, haben jetzt nicht mehr so viel Kontakt miteinander. Wie es halt früher war, weil wir früher halt in der Band waren, aber wir sprechen halt immer noch zusammen, unterhalten uns und tauschen uns über Erfahrungen aus. Und das ist auch cool so, weil jeder im Prinzip seinen eigenen Weg gegangen ist. Jeder hat sich in dem gefunden oder wiedergefunden, was er vorhatte. Und ich finde es cool, wie es im Endeffekt ausgegangen ist. Okay, also ihr habt euch eigentlich so getrennt, weil das musikalisch vielleicht nicht so ganz gepasst hat. Und jetzt genau, macht jeder was solo für sich, oder? Genau, solo würde ich es nicht für Dub Sounds nicht auslegen, weil die sind ja immer noch Dub Sounds. Dub Sounds besteht jetzt mittlerweile aus Emmy, eine Sängerin. Pascal macht mittlerweile auch schon Rap-Musik und Kim ist zu uns dazu gestoßen, damals als ich noch da war, aber wie gesagt, aufgrund Differenzen sind wir halt auseinandergegangen und jeder ist zufrieden mit dem Ergebnis und es läuft. Mhm. Und du machst aber jetzt solo weiter? Ich mache jetzt genau solo weiter. Ich entwickle mich in einer anderen Laufbahn. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich bin auch mit den Ergebnissen, die ich bisher erzielt habe, gut zufrieden. Es gab auch gutes Feedback bezüglich dessen, dass ich jetzt alleine Musik mache. Und ich kann mich dahingehend jetzt in meiner eigenen Art und Weise entwickeln. Brauche keine Rückmeldung, ob es okay ist, weil ich halt für mich persönlich entscheide, was ich machen will. Und wenn ich jetzt für richtig halte, dann mache ich es einfach. Und ich bin gespannt auf die Zukunft, wie es noch weiter für mich ausgehen wird. Und ich halte die Zukunft offen und schauen wir mal. Ist denn da was geplant? Also wie soll das weitergehen, wo du jetzt von Zukunft sprichst eben? Gibt es genaue Pläne oder lässt du das komplett so auf dich zukommen? Kann man dich irgendwo sehen? Du trittst ja nach wie vor bestimmt noch auf. Ja, meine Zukunft sieht so aus, dass ich mich immer weiterentwickeln werde. Letzten Monat habe ich erst mein neues Video released. Jetzt in einem Monat ungefähr will ich das Abschieds-Dub-Sounds-Video schreiben und aufnehmen. Nach wie vor ist Produzent BVT. Ich habe aber jetzt ich aufgenommen, weil ich das für priorisierend hielt, um es aufzunehmen. Auftritte sind auch geplant. Im Sommer soll ich wieder auf so einen Auftritt mit ein paar Landsleuten, mit ein paar polnischen Kollegen, die auch Rap-Musik machen. Und da werden auch 300-400 Leute erwartet als Zuschauer. Das ist, man kann es sich so vorstellen wie Roxy. Es ist eine Halle und da passen halt sehr viele Leute rein. Und da sollen wir auch zwei, drei Lieder präsentieren. Wir haben schon eins aufgenommen, fehlen nur noch zwei. Ich hoffe, wir kriegen das noch in der kurzen Zeit hin. Und sonst lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Ich schreibe nach wie vor intensiv. Ich habe auch jetzt ein Album geplant, das ich jetzt mittlerweile angefangen habe, aber könnt ihr drauf gespannt sein. Ein Track ist schon fertig, 14, 15 weitere Folgen noch, also noch sehr viel Arbeit. Yeah. Und ja, ich denke, das wird alles gut klappen. Genau. Also ein Video hast du jetzt eben auch angesprochen. Kann man sich auf Facebook angucken? Genau. Das Video, das ich vor einem Monat über Elmo Music, das sind meine Videoproduzenten, aufgenommen habe, kann man sich in YouTube anschauen. Und zwar, wenn man RZA eingibt und ich, RYZA, ich und ich. Und dort kann man mich dann in meinem aktuellen Video sehen. Und dann in einem Monat folgt dann schon das nächste, wie bereits erwähnt, das Dub Sounds Abschiedsvideo. Genau. Deine Texte, Musik schreibst du alles selber? Arbeitest du da mit jemandem zusammen? Oder bist du wirklich so? Die Hintergrundmusik beziehe ich über eine Seite, die nennt sich Rapper Sin. Einfach aus dem Grund, weil ein richtig guter Beat viel Geld kostet und ich es mir bisher noch nicht so wirklich leisten kann, um wirklich einen professionellen Beat-Produzenten zu bezahlen. Aber die Texte natürlich schreibe ich selber. Ich hasse es,
mir irgendwas aus dem Finger zu saugen, wovon ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich lege Wert auf Wiedererkennungswert, ja, auf Authentizität, und das ist halt mein Hauptgedanke und mein Grundgedanke, um das wiederzugeben, wovon ich Ahnung habe, was ich released habe, genau, wovon ich was sagen kann. Genau. Kannst du uns da vielleicht eine Hörprobe geben? Ja, wie gesagt, ich könnte mal die erste Strophe von den Abschieds-Dub-Sounds-Track geben. Bevor jetzt alle spekulieren und sich ihren Kopf zerbrechen, nein, es ändert nicht in Wortgefechten, nicht in Streitereien. Warum sollen wir Feinde sein, wie hängen wir noch ab? Trinken Alkohol oder Jam bis in die Nacht? Mittlerweile ist das nebensächlich, denn die Wege trennen sich ab, sonst war eine coole Zeit. Aber was hält heute lebenslänglich? Natürlich wünsche ich alles Gute, ey. Immerhin ist das meine alte Gruppe, aber in Zukunft habe ich nur eigene Ziele im Fokus. Effizientes Werben sowie Netzwerkerweiterungen rund um den Globus, agiere zielorientiert mit großen Schritten, keine Zeit für Sende. Pausen. Anstatt Ketten rauchen, habe ich Musik als Droge, die meinen Tag begleitet. Es ist Zeit für Resultate, ihr wart lange in der Warteschleife, doch jetzt folgen abschnittsweise 100% ernst gemeinte Leckerbissen für die Fangemeinde, yup. Ich bin noch nicht satt, könnte stundenlang spitten, denn ich brauch das jeden Tag, so wie Grundnahrungsmittel, und ich lauf nach vorne meiner Zukunft entgegen. Hinter mir sind nur noch meine Fußspuren zu sehen, ein Kapitel endet. Aber nicht das ganze Buch, denn die Rap-Musik stirbt mit meinem letzten Atemzug. Und das ist keine Maskerade, trag kein Faschingshut. Wäre ich nicht authentisch, wäre das ein Abschiedsgrund. Vielen Dank. Dankeschön. Kein Problem. Großartig. Hey, Wahnsinn. Kann man irgendwo, gibt es eine Seite, wo man auch Termine einsehen kann, wo man sehen kann, wo man dich dann live sieht? Oder wie findet man heraus, also eine Internetseite habe ich jetzt bisher noch nicht, da es ja jetzt noch ziemlich frisch ist. Ich glaube, wir haben uns im Februar getrennt. Ich musste mich hier dahingehend etablieren, dass ich erstmal selbst was aufbaue. Es ist, wie gesagt, alles noch in der Phase, klar, wo ich alles aufbaue. Aber ich sage halt viel in Facebook aus, was okay geplant ist. Und wenn man RZA bei Facebook eingibt, dann kann man auf Gefällt mir klicken. Und da erhält ihr alle Informationen. Ich meine, Facebook ist mittlerweile so viel verbreitet. Jeder nutzt Facebook, von daher, genau, kann man das sagen. Klasse. Ja, dann geht auf Facebook, auf seine Seite, like das. RZA. Und herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auch. Dass du den Spaß mitgemacht hast. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Und ja, falls ihr meine Musik verfolgen wollt, dann wie gesagt, RZA klicken auf Facebook. Ihr findet mich bestimmt. Und ja, vielen Dank. Danke dir. Ja, vielleicht habt ihr das schon in der Zeitung gelesen. Im Mai hat sich nämlich die B-Jugend von Flensburg 08 die Meisterschaft gesichert. Sie sind von der Schleswig-Holstein-Liga in die Regionalliga aufgestiegen, und das ist absoluter Wahnsinn. Die Jungs sind einfach so gut, ja, die hätte ich vielleicht trainieren können, sie wären trotzdem Meister geworden. Ja, sie haben sich das absolut verdient. Und zu unseren Helden gehören auch drei Spieler, die ihr vielleicht auch schon einmal gesehen habt. Die Stadt klingt immer noch nach uns, für jetzt und immer, als wären wir niemals von hier weg. Stefan für 08 mit einem Kunststück. Und wenn der letzte Ton verstummt, vielleicht für immer. Und das war aber ein strammer Schuss, Tim hat in der Hand, war da auch was dran. War sein erster regulärer Schuss und der wird so prompt pariert. Von Tim, der seine ganze Klasse erneut ausspielen kann. Und da verzögert er, da ist Tim fast dran. Wie ein Adler. Jonas trifft. Ja. Max gegen Jonas, Max trifft. Ja. Und das ist der Matchball für 08 Steffen. Max ist in der richtigen Ecke, aber das reicht nicht. Und damit gewinnt Flensburg 08 gegen die Killerpilze, die sich gut verkauft haben.
Na, da haben die Jungs es den Killerpilzen mal richtig gezeigt, wo es lang geht. Ne? Das ist ja auch gar kein Wunder, denn Julian, Jonas und Tim sind die Meisterkicker von Flensburg 08. Das haben jetzt die Killerpilze auch mitbekommen. Und deswegen hat Fabian von den Killerpilzen den Jungs mal eine kleine Videobotschaft vorbereitet. Also ich bin hier gerade auch zu mir am Sport machen. Für euch, besonders für Julian, Jonas, Tim, die Regionalligameister geworden sind, was unfassbar ist. Alle Glückwünsche von uns Killerpilzen, stellvertretend von mir, Fabi, an euch natürlich. Das ist ein ziemlich geiler Erfolg. Ich habe es mit meinem Team immer nur bis in die A-Klasse West 3 geschafft oder so. Also ungefähr die unterste und davon noch die Reserveliga. Wir hatten ja schon letztes Jahr gesehen, dass da Potenzial vorhanden ist. Es war ein knapper Sieg, ich glaube für uns, egal was war, ich würde es auf jeden Fall so behaupten. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr euch da lang haltet und bald in der ersten steht. Die Killerpilze sagen Glückwunsch. Wir machen gerade unsere EP fertig, da ist auch ein Song drauf, der hat das Thema Gewinnen. Das ist vielleicht sogar der erste, hört doch mal rein ab nächster Woche. Und bis dahin drücken wir euch die Daumen, feiert schön, das habt ihr euch jetzt verdient. Regionalliga! Vielen herzlichen Dank an die Killerpilze, das war wohl die größte und fetteste Crowdfunding-Aktion ever. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ihre Postkarten-EP ist gerade raus und ich bin begeistert und ich freue mich sehr auf das Album, das wird bestimmt ganz großartig. Aber zurück zu Flensburg 08. Das war eine wirklich tolle Saison für die Jungs. Zum Zeitpunkt der Meisterschaft hatten sie 80 Tore erzielt und nur 19 Gegentreffer kassiert. Ja, wie die Saison für Jonas, Julian und Tim lief, das erzählen sie uns jetzt in unserem letzten Beitrag für heute. Das 80. Tor. Ja, komm, mach was. Hey!
Erfolg in der Regionalliga bzw. der A-Jugend. Und jetzt hoffe ich, dass mehr Zuschauer wissen, dass es in Flensburg nicht nur erfolgreichen Handball gibt, sondern auch großartigen Fußball. Ja, das war Flenstown TV für heute. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und sind für euch Ende August, Anfang September wieder da. Genaue Termine könnt ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage erfahren. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer, ganz viel Spaß bei der WM und verabschiede mich. Bis dahin, eure Valeria. Ja, Tim, Julian und Thomas gehören zu den Meister... Jonas? Thomas? Nein. Oh Gott. Tim, Julian und Thomas? Nein. Tim, Julian und Jonas. Ach, scheiße. Okay. Tim, Julian und Jonas gehören zu den Meisterkickern von Flensburg 08. Wie die Saison für Jonas, Julian und Thomas und wie das für Jonas, Julian und Tim lief, das erzählen sie uns in ihrem letzten Beitrag. Das war's. Bis zum nächsten Mal mit Flensdown TV und B3, die Praxis.